Lampe heißt Kupplung drehen. Alles nicht so einfach. Auf so einem Traktor hat Christian bisher noch nie gesessen. Das möchte er in Zukunft aber öfter. Denn er und seine Frau Sabine wollen Bauern werden. Sie suchen einen passenden Hof und sind deshalb zum Probearbeiten bei Karin und Andreas auf der Multifarm. Die Gemüsebauern suchen dringend Partner und spätere Nachfolger. Das ist so unser Traum. Und dass eben jüngere Leute da sind, die das in unserem Sinne weitermachen. Vom Outfit her passen Andreas und Christian schon mal gut zusammen. Und auch bei der Arbeit verstehen sie sich ohne viele Worte. Mit Holzarbeiten kennt Christian sich aus. Also wenn man so jemanden hat, der auch noch technisch ein bisschen versiert ist und sowas fehlt halt auf dem Betrieb noch zusätzlich. Sabine hilft währenddessen beim Federvieh mit. Auch zu Hause versorgt sie Hühner, allerdings nur 20. Bitte und gerade wieder aufhängen. Hier gestaltet sich die Eiersuche wesentlich aufwendiger. Sind noch? Ja. Mit den Pferden geht es weiter, mitten durchs Dorf. Ziel ist ein verlassenes Gehöft. Eine alte Mühle mit Scheune und deutlichem Brandschaden. Ausgerechnet hier, so erfährt Familie Jeschke, wollen die Ackers die neue Betriebsstätte aufbauen. Es war eben viel Neues dabei und das muss man sich auf jeden Fall jetzt erstmal durch den Kopf gehen lassen. Weiß man jetzt am Anfang noch gar nicht, was man da so, wie man das so einzuordnen hat. Frankfurt am Main. Hier wohnt Bewerberin Nummer 2. Die Flugbegleiterin Tanja Vierhaus mit ihrem Freund Ali. Es ist halt so, dass ich weiß, was ich möchte und wohin ich will. Und es ist einfach mein Traum, einen eigenen Bauernhof zu haben. Und ja, das werde ich auch schaffen. Nach dem ersten Rundgang soll Tanja mit anpacken. Auch sie soll Traktor fahren. Denk an deine Fracht! Denk an deine Fracht! Ich denke an euch! Aber ich mach, was er sagt! Super! Die Pferde und Ponys sind eher Karins Hobby. Und die kleine Maus hier ist die Ilfi. Hier, Süße. Am 17. Juni geboren. Ach, nein. Zwei Bewerber und ein Hof. Karin und Andreas haben die Wahl zwischen Tanja und Sabine mit ihrer Familie. Einige Monate später haben Tanja und Ali für längere Zeit auf der Multifarm zur Probe gearbeitet. Eingestiegen sind sie anschließend jedoch nicht. Auch Sabine und Christian haben sich gegen den Hof entschieden und suchen noch immer nach einem eigenen Hof. Die Multifarm ist inzwischen dabei, ihre Betriebsstätte aufzubauen und hofft nun, Mitstreiter zu finden.